Die LKWs sind für 2 Uhr nachts bestellt. Das Archiv ist zur Verlegung vorbereitet. Komm, Führer. Irrtum, Verehrteste, das Archiv bleibt hier in Meißen. Aktion V ist abgeblasen. Verzeihung, Gruppenführer, aber die russische Spionage hat bereits Wind von der Sache. Ich weiß, die Russen sind sehr nah dran. Aber nicht mehr lange. Ich brauche da einen zuverlässigen Mann, der den Russen in die Hände gespielt werden könnte. Vorschläge? Radke Josef. Das ist nicht intelligent gemacht. Zanova Jana. Sekretärin? Zu jung. Liz Otto, Stellmacher. Der scheint mir bald am geeignetsten. Bleibt nur noch zu überlegen, wie wir ihn den Russen zuschmuggeln. Vorschlag? Man könnte ihm den Auftrag geben, einen Erdölturm zu sprengen. Hat keine Spezialausbildung. Besteht also kein Zweifel, dass die Sowjets ihn schnappen. Gut. Und dann muss dieser Mann den Russen etwas ausplaudern. Kapiert? Jawohl, Gruppenführer. Und zwar etwas von einem Geheimarchiv an der Elbe. Kapiert? Nein, Gruppenführer. Nur, das macht auch nichts. Ich habe da noch eine andere Idee.